Willkommen bei der Algebra 2 an diesem 1. Dezember. Wir haben heute ein relativ anspruchsvolles Programm. Leider können wir das nicht in Präsenz machen, nämlich den Hauptsatz der Galilei-Theorie. Die Beweise sind nicht ganz einfach, vor allem zum Vortragen auf einer kleinen Tafel. Ich bitte also um ein bisschen Geduld, ich werde das langsam machen. Trotzdem werdet ihr im ersten Zuhören vielleicht nicht alle Details verstehen. Ich schreibe aber alles so an die Tafel, dass ihr es daheim nachvollziehen könnt. Außerdem wird es bald über die Körpertheorie ein Skriptum geben, also zu dem, was wir vorgetragen haben, da könnt ihr das dann auch nachlesen. Und wie üblich gebe ich euch immer auch die Referenz im Buch von Janssen und Schwärmer an. Wir müssen heute ein bisschen früher aufhören, weil das Leitwort für einen Vortrag gebraucht wird. Also werden wir so um 12:45 schon Schluss machen. Mit dem Pro-Seminar beginnen wir aber dann erst um 1 oder so. Kurz nach 1, damit dann alle dabei sind. Okay? Ich habe auch gestern gefragt, ob ihr eine Sprechstunde haben wollt. Da war jetzt noch nicht, weiß Gott, wie viel Feedback. Das würde so ablaufen, dass ich morgen Nachmittag um 3 oder um 4 eine Stunde oder wenn es notwendig ist, länger per Zoom eingeschaltet bin. Und alle die, die Interesse haben, könnten sich dann melden. Das muss man natürlich dann irgendwie hintereinander schachteln. Aber dazu würde ich doch zumindest, damit ich dann nicht umsonst das Ganze aufbaue und da bin, würde ich euch bitte für diejenigen, die jetzt hier heute dabei sind, bitten im Chat zu schreiben, einfach ein Ja oder Okay oder sowas, dass ihr Interesse habt. Diese Sprechstunde geht jetzt nicht darum, große mathematische Theorien zu erklären, das müssten wir separat machen, sondern ich würde einfach gern mit jedem von euch einzeln ein bisschen reden, wie es so geht mit der Vorlesung. Okay? Und dann kann man auch noch, wenn es notwendig ist, ausführlicher über Mathematik sprechen. Das würde man aber dann einen eigenen Termin vereinbaren, damit man irgendwie den Rhythmus behält. Ja? Also für jeden 5 bis 10 Minuten müsste morgen genügen. Wenn sich niemand meldet, ist es auch gut, dann machen wir das eben nicht. Gut, jetzt ist also das Ziel heute, ist der Hauptsatz der Galois-Theorie. Und der Beweis selbst wird relativ kurz sein, deswegen, weil wir schon viel vorbereitet haben. Und ich möchte diese Sätze, die wir zum Beweis verwenden, nochmal alle aufschreiben, damit wir das schön übersichtlich haben. Zumindest die Bestandteile, die wir brauchen. Wir verwenden folgende Sätze. Und ich werde die jetzt vielleicht durchnummerieren, um dann die Referenz zu haben. Satz 1, die Charakterisierung von normal, wenn wir k in L in k quer haben, dann k in L normal. Genau dann, ich schreibe da nicht alle Äquivalenzen hin, sondern nur die eine, für alle phi von L nach K quer K-Homomorphismus gilt. Also wenn wir hier so einen Körperhomomorphismus haben, der K fixiert, der von L in den algebraischen Abschluss geht, dann ist das Bild schon in L. Phi von L gleich L. Also in Wirklichkeit geht das Phi von L nach L. K-Homomorphismus. Das war der erste Satz, den wir schon viel früher gemacht haben. Dann haben wir einen zweiten Satz über separabel. Wenn K, wie habe ich die Notation gehabt? K in L' in L Körpererweiterungen. Und wenn K in L separabel,
Dann folgt K in L' und L' in L sind separabel. Übrigens, da fällt mir gerade ein, das wollte ich jetzt hier noch schnell notieren, zum Beweis vom Satz vom primitiven Element, was Veronika gemeint hat, war natürlich richtig. Beweis, Satz vom primitiven Element. Wir haben da ein Polynom G definiert, G von X. Und wir wählen C gleich Gamma A plus B. Und ich habe gesagt, dass G von C soll ungleich 0 sein. Nicht richtig, sondern wir wählen das so mit G von Gamma ungleich 0. Statt G von C ungleich 0. Okay. Also momentan schreibt mein Stift herrlich. Ich hoffe, das bleibt so. Gestern habe ich dann nach der Algebra noch eine zweistündige Vorlesung gehabt über die Vorlesung über Moduli. Und da ist mir ein Stift nach dem anderen ausgegangen. Das war dann schon sehr lästig. Und ich wollte mir schon eigene Stifte kaufen. Aber das ist momentan nicht so einfach. Gut, das war der Satz 2. Dann brauchen wir Satz 3. Das wäre übrigens eine schöne Bachelorarbeit, die historische Entwicklung dieser Galois-Theorie sich anzuschauen. Also insbesondere, was hat Galois schon beigetragen, was war vorher bekannt, was hat Abel gemacht, was haben dann spätere Generationen von Mathematikern daraus gemacht. Hier sind die Sätze natürlich jetzt schon so aufgelistet, wie man sie in der modernen Sprache der Mathematik formulieren würde. Aber damals war das natürlich ganz anders. Hier haben wir K in L Galois. Und G gleich Galois-Gruppe von L über K. Ich erinnere, das sind die Automorphismen von L, die K fixieren oder K linear sind, dann gilt, wir können das K rekonstruieren aus der Gruppe. Das K ist gleich LG. Und das ist, ich erinnere, der Fixkörper von G in L. Ja. Was besagt dieser Satz? Wenn wir, klarerweise ist das K in LG enthalten, aber es könnte, LG könnte größer sein. Aber wenn das so ist, wenn es größer wäre, dann kriegen wir den Widerspruch dadurch, dass es dann ein Phi da drinnen gibt, das nicht das Element in sich selbst abbildet. Das war der Satz 3 und der Satz 4. Hier haben wir einfach L ein beliebiger Körper, keine Körperweiterung, und G in out L. Wenn ich kein K dazu schreibe, hier ist es einfach alle Körperautomorphismen. Alle Körperautomorphismen. Okay. Das ist eine endliche Untergruppe. Dann gilt erstens K gleich LG in L ist Galois. Zweitens L über K, das ist Definition, ist gleich die Kardinalität von G. Und drittens war die Galois-Gruppe, also Gal L über K, ich schreibe es nochmal hin, out KL, ist wieder gleich G.
Dieser vierte Satz besagt, dass alles gut zusammenpasst, sofern wir endliche Untergruppen nehmen. Ja, wir gehen über von G auf den Fixkörper und von Fixkörper gehen wir über in die Automorphismen von L, die K fixieren und erhalten G zurück. Okay, gibt es Fragen zu diesen Sätzen? Dann werde ich das da nicht löschen. Im Chat ist jetzt auch noch, weiß Gott, wie viel aufgetaucht. Muss mal schauen, ob jemand geantwortet hat. Also offensichtlich ist da kein Bedarf an Sprechstunde. Gut, dann machen wir eben nichts. Ist auch kein Problem. Ihr könnt euch ja sonst immer noch per Mail melden, wenn ihr irgendwas besprechen wollt. Ja? Ich muss gerade kurz meine Wischer holen. Ich hätte noch eine kurze Frage. Gleich, du gerade noch trocknen. Ja, Sebastian? Und zwar zu dem Satz 4, da haben wir gestern mit einem Beweis aufgehört, wenn mich nicht alles täuscht. Kommt der jetzt noch oder, also ich glaube, da waren wir erst bei Punkt 2 beim Beweis. Der kommt jetzt, das ist der nächste Punkt. Gut. Ja. Aber hier haben wir es jetzt schön beisammen. Ich weiß nicht, wie schnell ihr seid mit dem Mitschreiben, aber... Ich hoffe, das geht gut so. Also, Beweis von Satz 4. Die erste Aussage haben wir schon gezeigt. Aber ich wiederhole, das sind Beweise, die man sich daheim wirklich in Ruhe anschauen muss und vielleicht auch selber noch mehr dazu schreiben. Ja, ich gebe das Wesentliche an, aber ich kann jetzt nicht endlos da Aufsätze schreiben. Also wir wissen schon, dass K in L Galois ist. Jetzt kommt die Aussage 2. Da beginne ich nochmal von vorne. Wir wollen also zeigen, L über K ist gleich die Kardinalität von G. Ja, wir zeigen das in zwei Teilen. Ich zeige zuerst, ich mache das jetzt ein bisschen anders, dass L über K kleiner gleich G ist. Ja, Annahme, das wäre echt kleiner. Sorry, jetzt habe ich wieder den gleichen Hänger wie das letzte Mal. L über K wäre echt größer. Gerade umgekehrt, ich habe es falsch gesagt. Wenn dieser Grad hier echt größer wäre, L ist eine beliebige Körperweiterung von K, ja, Galois, aber es muss noch nicht endlich sein, dann wähle K in L' in L endliche Körperweiterung. Mit L' über K größer als G. Das ist möglich. Warum ist das möglich? Naja, das L ist vielleicht zu groß, aber wenn wir sukzessive zu K Elemente dazunehmen, dann wird das L', das wir so erhalten, immer größer. Und irgendwann müssen wir jede Schranke überschreiten, weil letztendlich das dann unendlich wäre. Okay? Darum gibt es so einen L'. Also vielleicht macht ihr da euch ein Rufezeichen dazu. Gut. Wir brauchen die endliche Körperweiterung, damit wir wissen, dass das der Satz vom primitiven Element anwendbar ist. Dann ist
K in L-Strich endlich separabel nach Satz 2. Okay. Also mit Satz vom primitiven Element. Es existiert, das nenne ich C in L' mit K in L gleich KC einfache Erweiterung. Okay? Ich mache es ganz ausführlich und langsam. Gut, dieses C hat jetzt ein Minimalpolynom, sei G in Kx das Minimalpolynom von C über K. Und die Behauptung ist, dass dann der Grad von G größer als G ist. Naja, Deck von G ist ja nichts anderes als KC, der Grad über K. Und das ist nach Voraussetzung L' über K. Und das ist größer als die Ordnung von G. Okay. Behaupte, das ist ein Widerspruch, aber ich habe da ein F eingeführt im Teil 1, Beweis Teil 1. Und zwar war das F war ein Produkt B in M x minus B. Und davon haben wir gezeigt, dass es ein Polynom in Kx ist. Und M war die Menge der Bilder von, das schreibe ich jetzt nicht mehr hin. Mit M wie vorher, wie oben. Schaut noch einmal nach, wenn ihr das daheim durchlest. Und das F von C ist 0. Es gilt, ja, der Grad F von C gleich 0. Das G von C ist automatisch 0. Und G ist irreduzibel. Also ist G ein Teiler von F. G Teiler von F. Ja, beide sind Polynome in Kx. Aber der Grad von F ist kleiner gleich. Entschuldigung, ist gleich. Der Kardinalität dieser Menge m und die war kleiner gleich g. Und das ist der Widerspruch. Okay? Mir kommt vor, dieser Stift ist am besten zu lesen. Das war der Beweis von Teil 2. Ich werde schon bald wieder löschen müssen, das bleibt mir nicht erspart. Drittens. Nein, nicht drittens, das war zu schnell. Das war jetzt erst die erste Richtung. Sorry. Jetzt haben wir erst diese gezeigt. Damit L über K kleiner gleich G gezeigt. Jetzt noch für die andere Richtung. Zeige L über K größer gleich Ordnung von G. Aber jetzt brauchen wir ein bisschen was aus der also in Gruppen, das G ist eine Untergruppe von out KL gleich K
Galois-Gruppe von LK. Übrigens, diese Galois-Gruppe, in der Literatur schreibt man das oft anders. Man schreibt das auch oft Gal L-K. Das ist auch sehr üblich. Okay. Das G ist hier eine Untergruppe. Und die Kardinalität von Out KL ist gleich L über K nach einer Bemerkung früher. Ja, das war ja, kann man das noch lesen? Ja, das sollte noch gehen. Das war ja nichts anderes als L über K, der Separabilitätsgrad, nach Bemerkung früher. Oder in der Definition des Separabilitätsgrades, den wir als die Anzahl der Automorphismen von L über K definiert haben, haben wir gezeigt, dass das auch kleiner gleich ist dem L über K. Und damit sind wir schon soweit. Damit haben wir also das G kleiner gleich L über K. Jetzt bin ich kurz verwirrt gewesen. Das ist Teil 2 gewesen. Jetzt würde ich eigentlich gerne diese Tafel stehen lassen, weil wir die jetzt ständig brauchen. Und hier löschen. Habt ihr das schon abgeschrieben? Vielleicht sage ich noch was dazu, dann könnt ihr das noch in Ruhe fertig schreiben. Hier könnte man diese zweite Ungleichung auch mit dem Satz vom primitiven Element beweisen. Nachdem L über K kleiner gleich der Ordnung von G ist, nachdem dieser Grad kleiner gleich der Ordnung von G ist und G eine endliche Gruppe ist, ist das hier, das L über K, eine endliche Körperweiterung. Nach Voraussetzung oder nach Satz, nach Teil 1 von Satz 4 ist es schon separabel, also können wir auch für L den Satz vom primitiven Element anwenden. Das heißt, das L ist ein KC wie vorher, und wenn es ein KC ist, dann ist der Grad des Minimalpolynoms von C gerade die Erweiterung, und dann erhält man auch die Ungleichung, die wir wollen. Okay? Also schreibt euch da vielleicht dazu alternativ Satz vom primitiven Element. Okay? So, ich würde jetzt da löschen, wenn niemand aufschreit und protestiert. Jetzt müssen wir noch den Teil 3 zeigen. Jetzt fehlt mir da etwas. Aha. Ich muss ja noch zeigen, dass die Galois-Gruppe gleich G ist. Ist das jetzt automatisch? Da, da, die. Wir wissen, dass es enthalten ist. Ja, das drittens, doch, drittens. Wir haben hier endliche Gruppen. Ja? Der Grad dieser Körperweitung ist gleich G, also 3 folgt aus 2. Ja, wir wissen ja schon, dass G ist Entschuldigung, das G ist eine Untergruppe von Out L, ist aber dann auch in Out KL klarerweise drinnen.
und dann macht man Gradvergleich. Da G in Out KL. Und Gradvergleich hier. Und L über K gleich die Ordnung von G. Ja, das ist alles endlich. Wenn es endlich ist, dann kann man, folgt aus der Inklusion und der gleichen Kardinalität schon die Gleichheit. Gut. Hauptsatz der Galois-Theorie. Sei K in L endliche Galois-Erweiterung. Mit Galois-Gruppe will ich dir einen Namen geben. Ich will dir keinen Namen geben. Ich schreibe nur Gal. Die Aussage des Hauptsatzes ist im Wesentlichen, dass eine Korrespondenz besteht zwischen den Zwischenkörpern, die zwischen K und L sitzen, und den Untergruppen dieser Gruppe. Ich schreibe es so hin, dann sind die Zuordnungen bei den Zuordnungen. Jetzt habe ich natürlich da viel zu wenig Platz. Ich versuche das da unterzubringen. Wir betrachten die Menge K in K' in L, K' Zwischenkörper. Wir betrachten alle Zwischenkörper da drinnen und wir gehen in die Untergruppen G in Gal KL, Untergruppe, G Untergruppe. Wie gehen wir hinüber, wenn wir hier das K' haben? Dann ordnen wir dem einfach die Galois-Gruppe von L über K' zu. Naja, jedes Element hier drinnen fixiert K'. Insbesondere fixiert es auch K, weil K ein Unterkörper ist von K'. Also ist das wirklich eine Untergruppe von Gal KL. Okay. Und die Rückrichtung, wenn wir hier ein G haben, dann bilden wir das ab. Das ist eine Untergruppe von Gal KL. Gal KL ist schon, die Galois-Gruppe ist schon endlich, weil die Erweiterung endlich ist. Und hier nehmen wir einfach den Fixkörper. L, G. Das sind zwei Zuordnungen und die Aussage ist, dass diese beiden zueinander invers sind. Sind Inklusionsumkehrende. Zueinander inverse Bijektionen. Ich führe das noch ein bisschen aus. Was heißt inklusionsumkehrend? Wenn K' in K2' enthalten ist und das Ganze in L, dann folgt, dass die Galois-Gruppe von K2-L enthalten ist in der Galois-Gruppe von L über K'. Und umgekehrt auch, wenn G in H, dann folgt, dass LH enthalten in LG. Also das Inklusionsumkehrend ist klar.
Ich überlege mir schon, wo ich mit meiner Tafel hin soll, weil ich nicht genügend Platz habe. Bijektionen, ja, wenn ich zeige, dass sie zueinander invers sind, dann ist es klar, dass das Bijektionen sind. Ja, wir gehen also in die eine Richtung, wir gehen von K', gehen wir auf Galois L über K', und dem ordnen wir, wenn wir wieder zurückgehen, das L Galois K' L zu und die Behauptung, wir kriegen das K' zurück. Also die Elemente von L, die unter der Galois-Gruppe von L über K' fixiert werden, sind gerade K'. Das ist die eine Richtung. Und wenn wir mit G starten, dann gehen wir über auf LG. Und von LG nehmen wir die Galois-Gruppe über LG. LG ist ein Unterkörper von L nach L. Und das ist wieder G. Das ist also ein perfektes Bild, eine Korrespondenz zwischen Körpern und Gruppen. In dem Fall nehmen wir Zwischenkörper einer Galois-Erweiterung und Untergruppen der zugehörigen Galois-Gruppe. Das ist der erste Bestandteil des Hauptsatzes der Galois-Theorie. Und für den zweiten Bestandteil habe ich keinen Platz mehr. Was machen wir da jetzt? Wie schaut es mit der Zeit aus? Ja, es ist auch noch eine Zeit für die Pause. Habt ihr das abgeschrieben? Ich brauche nämlich noch ziemlich viel Platz und ich würde mir gern diese vier Sätze behalten, weil ich die jetzt ständig brauche. Also hier kann man sich das vielleicht recht leicht merken und ihr seht es ja euch in eurem Skriptum. Kann ich das schon löschen? Seid ihr soweit? Ja, keine Proteste, also muss es wieder weg. Ihr merkt euch das, wir werden das dann gleich beweisen. Ja. Das ist also da. Die Hauptaussage dieser Galois-Korrespondenz. Man nennt das jetzt, diese beiden Bijektionen nennt man die Galois-Korrespondenz zwischen der Menge der Zwischenkörper einer Galois-Erweiterung und den Untergruppen der Galois-Gruppe. Gibt es soweit Fragen dazu? Alles okay? Ich schaue immer hinunter, weil ich da natürlich eure Namen sehe, aber ich sehe natürlich nicht eure Bilder, weil ihr eure Kamera ausgeschaltet habt. Und in die Kamera schaue ich dann nicht so oft, aber wird schon gehen. Zusätzlich gilt. Ich glaube, ich mache heute keine Pause, weil wir eh früher aufhören. Drei Bedingungen oder drei Aussagen. Das ist jetzt ein bisschen mühsamer zum Schreiben. Ja, ich formuliere es einmal so. Ist G in der Galois-Gruppe Untergruppe und Phi aus der Galois-Gruppe, dann können wir das Folgende betrachten: Wir können das Bild vom Fixkörper von G betrachten. Ja? Das Phi schickt L nach L und nachdem das LG ein Unterkörper ist, geht das irgendwo hin. Und das kann man ausrechnen: Das ist L von, ich schreibe es da vielleicht, G'. Ah, nein, ich habe das sogar anders benannt. Ich nenne das H mit, na, jetzt kann man raten, was wird das H sein? Das ist etwas, was wir aus der Gruppentheorie schon ganz gut kennen. Das H ist Phi G Phi hoch minus 1. Achtung, das ist jetzt die Gruppenkomposition in dieser Galois-Gruppe. Ja? Das ist die Komposition von Abbildungen.
Komposition von Abbildungen. Das heißt, wir können das Bild des Fixkörpers unter so einem Phi selber als Fixkörper der konjugierten Gruppe betrachten. B. Jetzt nehmen wir K in K' in L Zwischenkörper. Ja, das K in L, diese Körperweiterung ist separabel und normal, weil sie Galois ist. Und damit ist K' über K separabel. Es müsste aber nicht normal sein. Dann gilt, dass K' ist über K normal. Normale Körperweiterung. Und jetzt passiert ein kleines Wunder. Ein kleines Wunder beschränkten Ausmaßes. Das kann man jetzt an der Normalität der Gruppe erkennen. Genau dann, wenn die Galois-Gruppe von L über K', die ist ja enthalten in der Galois-Gruppe von L über K, normale Untergruppe ist. Ja, da sieht man, die beiden Begriffe passen herrlich zusammen. Und C. C ist etwas für die Spezialisten. K in K' in L Zwischenkörper mit K in K' normal, also die Voraussetzung, die wir in B haben, dann gilt dann kommutatives Diagramm. Das kriege ich, glaube ich, gerade noch her. Wir können jetzt viele Galois-Gruppen betrachten. Wenn das normal ist, dann ist also K über K' ist Galois-Erweiterung, L über K' ist Galois-Erweiterung und L über K. Wir haben also drei Galois-Gruppen. Und wir schreiben mal hin, die erste, K' über K. Das ist isomorph zu. Wir nehmen die Galois-Gruppe von L über K und wir schneiden heraus die Galois-Gruppe von L über K'. Diese Galois-Gruppe L über K', die ist normal da drinnen nach Satz B, also ist das als Gruppe definiert. Die Faktorgruppe ist nur definiert, wenn die Untergruppe normal ist. Und hier unten haben wir die Galois-Gruppe, die große, L über K. Hier haben wir einfach die Restklassenabbildung, die nenne ich Kan für kanonische Abbildung. Und hier, naja, das ist ein, hier unten haben wir Automorphismen von L, die K fixieren. Wir können diese Automorphismen auf K' einschränken. Behauptung ist, dass dann das Bild auch in K' liegt. Das heißt, diese Abbildung ist einfach Phi geht auf Phi eingeschränkt auf K'. Und wir müssen zeigen, dass das Phi eingeschränkt auf K' wieder nach K' geht. Okay? So, und jetzt bin ich endgültig in der Bredouille, weil das kann ich jetzt nicht löschen. Aber ihr habt, glaube ich, diese Sätze habt ihr in eurem Skriptum jetzt schon aufgeschrieben. Das steht bei Janssen Schwärmer, ein bisschen ausführlicher, ein bisschen anders formuliert, in 1.4, Seite 130. Findet ihr aber auch in allen anderen Quellen. Schaut euch ruhig auch andere Texte dazu an. Ja, also was spezifiziert dieser Zusatz? Einerseits, wie sich die Fixkörper verhalten, wenn man Automorphismen darauf anwendet. Wann Zwischenkörper normal sind, das ist die Normalität der Untergruppe. Und wie man die drei Galois-Gruppen miteinander in Beziehung setzt. Okay. Wir haben das meiste hier schon bewiesen.
nämlich mittels dieser vier Sätze. Vielleicht sage ich gerade schon mündlich was, dann werden wir den noch stehen haben. Die Aussage, die Hauptaussage dieser bijektiven Korrespondenz, die steckt eigentlich in diesem Satz 4. Das habe ich schon erwähnt. Nicht? Wir starten hier mit einer Untergruppe von out L. Dann nehmen wir den Fixkörper, erhalten einen Körper, der über dem L Galois ist. Der Grad ist der richtige und dann ist die Galois-Gruppe schon G. Okay? Das ist also im Wesentlichen schon der Beweis des ersten Teiles. Und für die anderen Sachen brauchen wir dann diese Sätze, aber ihr könnt ja in eurem, was ihr jetzt mitgeschrieben habt, immer schnell nachschauen. Dann kann ich das, das war jetzt lang genug da, kann man das löschen. Also spätestens jetzt solltet ihr schon auch glauben, dass der Begriff separabel und normal, dass das richtige Begriffe sind, gute Definitionen, weil man eben beide Eigenschaften braucht, um diesen Hauptsatz wirklich beweisen zu können. Gut, wir schießen los mit dem Beweis. Jetzt ist es 12:12, das haben wir noch eine halbe Stunde ungefähr. Beweis. Und wenn mein Stift freundlich ist, dann hält er auch noch das alles aus. Also, ich teile das in mehrere Abschnitte. Erstens, sei K in K' in L. Moment. Jetzt okay, na, passt schon. Ich habe jetzt kurz einen Hänger gehabt. Achtung. Nachdem L über K separabel ist, ist auch K' über K separabel und L über K' separabel. Das macht kein Problem, das war der Satz so und so. Das K' über K muss nicht normal sein. Aber das normal zu sein heißt ja, dass es ein Zerfällungskörper ist. Aber das L über K' ist weiterhin normal. So, daraus folgt, dass K' in L wieder Galois ist. Bitte das verifizieren. Und mit dem Satz vorher wissen wir, dass das K' gleich ist, der Fixkörper. Jetzt muss ich da leider ein bisschen kompliziert schreiben. Von der Galois-Gruppe von L über K. Ich versuche das halbwegs schön zu schreiben. Bitte das so abzuschreiben. Das ist mal schon die eine Richtung. Umgekehrt. Wir verwenden jetzt die vorherigen Sätze. Ich gebe die jetzt nicht immer an, sondern ihr müsst halt nachschauen. Sei G in der Galois-Gruppe drinnen. Gal, L, K, Untergruppe. Dann folgt, dass der Fixkörper in L eine Galois-Erweiterung. Und die Galois-Gruppe von L über LG ist wieder gerade G. Ja, ich erinnere daran, wir sind jetzt hier immer nur bei den endlichen Erweiterungen. Das waren die Sätze vorher. Siehe Sätze 1 bis 4. Okay. Ja, das war aber eigentlich schon alles. Damit
Korrespondenz. Bewiesen. Ja. Wir haben das also in den vorigen Sätzen eigentlich schon aufgearbeitet. Jetzt müssen wir noch A, B, C zeigen. Ja, dass die Inklusion umgekehrt wird, das habe ich schon erwähnt, das muss ich nicht extra nochmal beweisen. Jetzt nehmen wir diese Situation her, also sei G in der Galois-Gruppe und Phi ein Element. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Wir nehmen ein Element A in L und dann liegt das A, dann gilt. A ist in LG, das ist ja das, was wir anschauen wollen. Jetzt kommt eine Reihe von Äquivalenzen. Genau dann, wenn A gleich Phi A für alle Phi. Ah, da wollte ich Psi schreiben. Entschuldigung, damit meine Notation übereinstimmt. Für alle Psi in G, das ist die Definition des Fixkörpers. Das ist aber äquivalent dazu, dass das Phi von A, wenn wir jetzt das A durch Phi von A setzen, ist gleich Psi von Phi von A. Das Phi ist fixiert für alle Psi in G. Ja, aber dieses hier, das können wir auch schreiben als Psi Phi. Ach, da habe ich es gerade verkehrt geschrieben. Sorry, sorry. Noch einmal. Die Reihenfolge hat nicht gestimmt. Wir setzen hier, das ersetzen das A durch Phi von A, dann halten wir Psi von Phi von A. Und das schreiben wir weiter gleich als noch einmal falsch geschrieben. Jetzt ärgert es mich dann. Ich kann es natürlich auf beide Seiten einsetzen. Ich will das Phi außen haben. Ich wende das Phi auf diese Gleichung hier an. Entschuldigung. Phi von Psi von A. Und das können wir weiterschreiben, trivialerweise. Phi von Psi von Phi hoch minus 1 von Phi von A. Viele Klammern. Wir fügen da einfach ein Phi hoch minus 1 Phi ein. Und das gilt wieder für alle Psi aus G. Sorry für die kurzzeitige Verwirrung. Und das bedeutet aber nichts anderes, als dass das Phi von A hier, hier haben wir Phi von A, hier haben wir Phi von A, dass das fixiert wird durch alle Phi Psi Phi hoch minus 1. Das heißt, Phi von A liegt in L Phi G Phi hoch minus 1 und das war das LH. Damit A. Das ist also eine triviale Rechnung. Ein bisschen aufpassen, wie man es hinschreibt. Drittens, jetzt beweisen wir B sei K in K' in L Zwischenkörper. Und da müssen wir jetzt wieder die Normalität ins Spiel bringen. Schreibe K' gleich LG für eine Untergruppe G von der Galois-Gruppe, L über K. Annahme, wir gehen in die eine Richtung, K in K' normale Erweiterung. Wenn es eine normale Erweiterung ist,
Jetzt müssen wir wieder die Sätze von vorher verwenden. Dann gilt, ich schreibe es hier in K' ist der Fixkörper von diesem G. Das ist Phi von LG. Wieso? Das war der Satz, der erste Satz. Ja, im ersten Satz, den ich heute aufgelistet habe, haben wir gezeigt, dass das dann das Phi schon das in sich selbst abbildet. Ja. Jetzt wissen wir aber mit A, dass das L Phi G Phi hoch minus 1 ist. Ich hoffe, man kann es lesen. Sollte gehen, es trocknet nur ein bisschen langsam. Für alle Phi in der Galois-Gruppe von L über K. Jetzt werde ich da vielleicht, naja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich werde alles löschen. Jetzt immer radikal. Was wir hier jetzt zeigen wollen, ist, dass die Gruppe G normal ist. Ich erinnere daran, die Gruppe ist normal, wenn ihre Konjugationen wieder die gleiche Gruppe liefern. Ja, also sie ist stabil unter Konjugationen. Ja, aber hier, wenn wir hier schauen, hier haben wir LG gleich L Phi G Phi hoch minus 1. Und daraus folgt schon, nachdem das für alle Phi gilt, daraus folgt, dass das G gleich Phi G Phi hoch minus 1 für alle Phi in KL. Und dass wir hier von den Fixkörpern auf die Gruppen schließen können, liegt daran an der Bijektion. Wegen der vorhergehenden Korrespondenz. Ja, was besagt die vorhergehende Korrespondenz? Die Untergruppen stehen in Bijektion mit den Zwischenkörpern. Ja, und dann muss das G hier das Gleiche sein. Ja, also ist G in der Galois-Gruppe von L über K normal. Das war die eine Richtung. Umgekehrt. Sei G in der Galois-Gruppe normal, K' der Fixkörper, LG, das ist aber das gleiche wie L Phi G Phi hoch minus 1 nach dem Teil A, Phi von LG. Das ist falsch, der Teil A geht hier ein. Hier ist es einfach die Normalität der Untergruppe. Und das ist das Phi von K'. Und daraus folgt mit Satz 1, das war die Charakterisierung von normal, das K in K' normal. Okay? Also das ist schon ein Meisterwerk der Mathematik, dass das alles so wunderbar funktioniert. Und der letzte Teil, der geht, glaube ich, noch hier sich aus. Zeitmäßig geht es sich auch noch aus. Wir setzen jetzt habe ich das leider gelöscht. Jetzt
Wir zeigen jetzt noch C. Ja, ist, ich schreibe es mal hin, ist G in Gall LK Untergruppe. So operiert, jetzt machen wir ein bisschen Gruppenoperationen, H, Achtung, normale Untergruppe. So operiert H, wir nehmen jetzt die Faktorgruppe, Gall KL Galois über Modulo G. Auf LG, ich schreibe es nochmal hin und wenn wir hier jetzt davon wieder von diesem LG, von diesem Fixkörper, nehmen wir den Fixkörper bezüglich H, dann ist das gleich LG gleich K. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Was ist das G? Das passt mir jetzt gar nicht. Das lassen wir nochmal weg. Kleinen Moment. Das enthält nur das K. Darf ich mal hinschreiben, was ich hier stehen habe? Also, das enthält das K. Dann ist K in LG Galois. Erweiterung. Mit Galois-Gruppe. Bin nicht sehr happy mit dem, was ich hier da stehen habe. Ja, jetzt ist der größere Körper ist das LG. Wir nehmen die Galois-Gruppe über K. Das ist isomorph zur Galois-Gruppe von L über K modulo dieser normalen Untergruppe G. Und das ist jetzt wieder mit den Sätzen vorher. Hier haben wir das Gleiche. Das G hier ist eine Untergruppe von der Galois-Gruppe. Hat diesen Fixkörper, dann ist es aber auch die Galois-Gruppe von diesem LG. Also ist es die Galois-Gruppe von L über LG nach Korrespondenz. Das ist dieser Isomorphismus. Und weiters müssen wir noch zeigen, dass die Einschränkung wohl definiert ist. Das war, wenn das Phi aus der Galois-Gruppe von L über K ist, und K in K', ich schreibe nochmal die Situation des Satzes hin, Teil C, K' in L mit K in K' normal, dann, das war die Bemerkung, die ich da gemacht habe, das Phi von K' geht a priori von K' nach L. Ja? Aber nach Satz 1 ist das, geht das schon nach K', hat Bild in K'. Und deswegen ist die Einschränkung
die jedem Vieh das Vieh eingeschränkt auf K' zuordnet, eine Abbildung, die diese Elemente von dieser Galois-Gruppe in die kleinere überführt. Okay. Ich glaube, ich wollte da noch dieses G richtig in Bezug bringen. Dieses G hier ist die Galois-Gruppe. Da würde ich einen Stern dazu machen, schreibe das ein bisschen noch dazu. Wir haben ja K in K' in L und das G ist die Galois-Gruppe von L über K'. Ja, das ist eine normale Untergruppe von der großen. Sorry, das war noch zu ergänzen. Gut, jetzt sind wir, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber nicht mehr wirklich viel. Vielleicht mache ich noch ein Beispiel und dann machen wir Schluss für heute. Schadet nichts, wenn wir mal ein bisschen kürzer sind. Jetzt dieser Hauptsatz ist nur ästhetisch sehr befriedigend, weil er Zwischenkörper mit Untergruppen in Verbindung setzt. Aber er hat natürlich auch sehr viele Anwendungen. Und insbesondere ist eine Anwendung die Lösbarkeit von polynomialen Gleichungen durch Radikale. Das kommt ein bisschen später, das werden wir erst nächste Woche angehen können. Aber es kommen jetzt 1, 2, 3 Beispiele. Ja. Oder wissen wir, das ist der Fixkörper, also LD, der Fixkörper bezüglich H, woher wissen wir, dass der wieder LD ist? Hier. Ja, genau. H sind doch, wenn ich das richtig sehe, gerade alle, die gesamte Galois-Gruppe modulo die, die L G gleich lassen. Ja. Dann müssten die anderen ja jetzt irgendwie nicht gleich, also nicht gleich lassen. Dann sollte das eine echte Inklusion sein, gell? Hier. Ich habe das jetzt auch nicht verwendet, sondern nur, ich brauche nur, dass das kein LG Galois ist. Gut, darf ich hier, ich mache da ein kleines Fragezeichen dazu und trage das am besten nach. Gell? Danke, Veronika, das ist, hier ist das Fragezeichen. Gell? Ja. Wie steht in meinem Skriptum, steht es da auch nicht viel mehr. Ich schaue das nach. Gell? Ja, gut. Machen wir noch schnell ein Beispiel. Erstens, das ist alles aus Janssens Schwärme entnommen. Wir nehmen endliche Körper Fp in Fp hoch n und das Ganze im algebraischen Abschluss. Ja, Erinnerung, das Fp hoch n der Zerfällungskörper von xp hoch n minus x über Fp ist. Ja, wir haben ja schon gesehen, dass alle Elemente hier drinnen diese Gleichung erfüllen. Ja, dieses Polynom hier hat als Nullstellen gerade diesen Körper, also ist das Fpn ein Zerfällungskörper, hat das lauter verschiedene Nullstellen. Und xpn minus x hat lauter verschiedene
Null stellen, also ist die Erweiterung Galois. Damit ist fp in fp hoch n, p ist natürlich prim, n ist irgendeine natürliche Zahl größer gleich 1, Galois-Erweiterung. Jetzt, wie schaut die Galois-Gruppe aus? Wir wissen, dass die Einheiten in FPN Stern ist zyklische Gruppe, zyklische multiplikative Gruppe. Also etwa erzeugt von einem A, FPN Stern gleich A. Also alle Elemente sind Potenzen dieses A's. Zyklisch. Und die Galois-Gruppe ist damit auch zyklisch. Also ist die Galois-Gruppe von FPN über FP zyklisch der Ordnung n. Das kommt nochmal im Pro-Seminar, dass ihr das nachprüfen könnt. Und wovon wird das erzeugt? Erzeugt vom Frobenius-Homomorphismus. X geht auf x hoch p. Ich erinnere daran, der fp fixiert. Das machen wir im Pro-Seminar. Siehe Pro-Seminar. Und noch ein kleiner Hinweis. Schreibe dazu, dass FPN einfach als, hoppla, das ist ein N unten, als, ich schreibe damit zu klein, das kann man nicht mehr lesen, ihr müsst protestieren. Das geht das schon nicht. Das Problem ist, die Tafel ist ein bisschen feucht und wenn ich das nicht ganz sorgfältig trockne, dann verschwimmen die Stifte total. Also noch einmal, schreibe dazu, dass FPN als FP adjungiert A. Okay? Gut. Hier machen wir für heute Schluss. Ich werde das nächste Woche noch einmal kurz reflektieren. Ich werde auch dieses Fragezeichen natürlich klären. Und euch vielleicht noch ein bisschen andere Aspekte von diesem Hauptsatz aufzeigen. Und dann kommen einmal am nächsten Montag eine Reihe von Beispielen. Eine Frage, die ich noch habe, wie schaut es aus mit dem 8. Dezember? Das wäre nächster Mittwoch. Ich würde eigentlich ganz gern an einem anderen Tag stattdessen die Vorlesung halten, damit wir eventuell gegen Schluss so mal eine Vorlesung ausfallen lassen können. Also etwa am Donnerstag wieder am Lightboard eine Vorlesung machen. Bitte meldet mir das ein bisschen, was ihr dazu meint. Ja, ich schicke das noch per Mail aus. Dann verabschiede ich mich für heute, wünsche euch einen schönen Nachmittag und die meisten von euch sehe ich ja gleich wieder im Pro-Seminar. Manuela, wolltest du noch was wissen? Ja? Wir wollten Sie was bitten, und zwar könnten Sie nochmal mit dem Henk Fay reden. Ja? Er hat mir heute geschrieben, dass wir tatsächlich jede schriftliche Abgabe abgeben müssen. Und ich glaube, das stimmt halt einfach nicht, oder? Ihr meint immer die, die nur noch vier teilbar sind? Genau. Nein, eigentlich ist das eher ein Service, das natürlich zur Note beiträgt, aber es ist nicht so, dass ihr für eine positive Note alle vierten Aufgaben schriftlich machen müsst. Ich rede mit Ihnen nochmal. Also ja. Ich würde nämlich jede abgeben, außer die 24, und er hat mir halt geschrieben, dass ich das bitte noch abgeben soll, weil wir halt jede abgeben müssen. Ja, na, das ist ein Missverständnis vielleicht. Ja? Okay. Gut,
Dann tschüss und bis gleich.